Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguest. So, wir schalten mal hier wieder Ansicht an. Und da geht auch schon gleich die Musik los. Ich habe schon gehofft, dass es diesmal ein bisschen mehr Musik ist. Ach ja, geht's runter, genau. So. Theoretisch muss ja dann hier, oder lass ich das hier lang gehen? Ich weiß es gar nicht. Wenn ich den hier lang gehen lasse, dann würde ich genau hier ankommen. Was absolut keinen Sinn machen würde. Aber ich könnte... Es würde auch doof aussehen. Ich glaube, den lasse ich doch schon hier lang laufen. Den Weg... Moment, warte mal. Das sind zwei Etagen hier, das heißt hier und hier geht dann der Weg lang, genau. So, dann machen wir hier den Weg einmal weg jetzt. So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguest. Ihr merkt schon, ich nehme letzte Zeit ziemlich viel auf und viele Folgen. Gut, das merkt ihr jetzt an so sich nicht. Also ich nehme momentan sehr viel auf und tu mir momentan so einen kleinen Vorrat anschaffen, um zu schauen, ob es denn funktioniert. Wieder richtig aufzunehmen. Es ist hoffentlich bald wieder soweit, dass es dann doch vielleicht soweit ist. Wollte ich nur mal sagen. So. Mal schauen. Was war hier? So. Ja, jetzt haben wir so einen schönen Weg hier. Kann man später auch Kies hinpacken überall. Genau. Und was ist hier jetzt? Hier stehen noch einige Blumen. Ansonsten ist das alles hier recht... Man könnte theoretisch eine Mauer hochziehen. Das machen wir jetzt mal. Wir ziehen jetzt... Ich weiß, wir wollen die Schafe noch hier rüberbringen, wir wollen die Gatter noch... wir wollen da noch ein Haus bauen. Aber es ist ja auch wichtig, wie es drumherum aussieht. Wir holen gleich den Kies, dann bauen wir hier jetzt eine schöne Mauer hin. Die sozusagen hier zwei Ebenen der Landschaft voneinander abtrennt. Oben kann man dann... weiterbauen und so eine kleine Mauer so an einem Seitenweg haben wir noch gar nicht in unserer Welt und ich stelle mir das auch ziemlich cool vor. Warum also nicht? Die wird also hier lang gehen. Moment, muss ich mal schauen. Sag mal, die geht hier lang. Auf dieser Ebene. Ja, dann schließt die genau hier an. Ja klar. Schließt dann genau hier an. Warum nicht? Passt doch perfekt. So, nein, falsch. Die Schaufel ist gleich kaputt. Hat die irgendwas Besonderes? Nee, nee. Ist nur eine effiziente Zweischaufel. So, da. So, alles schön mit Erde ausbreiten hier. Huch, wer war das denn? Mach ich die Mauer dann direkt so? Ja, eigentlich schon, gell? Gut, dann hole ich mal Kies. Gehen wir uns hier auf die begeben wir uns hier auf die normalen Wege. Was macht das Schaf hier? Wir brauchen jetzt Kies, wir brauchen eine Leine für die Schafe zum Rüberbringen nachher. Und wir brauchen Steine. Eine Leine und viele Steine. Hahaha, ha, ha, witzig und tralala, hab ich selten so belacht. Stein, super.
Jetzt brauchen wir noch Kies. Auch super. Das Ei kann weg, dafür kann das. Und dann kann noch das Weizen weg und dafür kann das. So. Und dann brauchen wir noch eine Leine. Eine Leine, eine Leine. Für eine Leine brauchen wir... Moment. Nein, falsch. Das war ganz kurz weg, dann tun wir das dann noch weg. Für eine Leine brauchen wir nämlich 1, 2, 3, 4 und 1. Und dann brauchen wir eine Workbench, eine Workbench, eine Workbench. Ich hoffe, ich weiß das jetzt noch richtig. Tada! Huch! Hier lang. Das war eine ziemlich coole Schaufel, aber die können wir gerade nicht verwenden. Weil wir gerade nicht das Level haben, um die Schaufel zu reparieren, habe ich dann noch Essen bei mir. Natürlich nicht. Und ich sehe dort eine Spinne. Und ein Creeper, na klasse. Nur ein Creeper reicht ja nicht. Nur eine Spinne. So, okay. Ich brauche Nahrung. Schnell und viel. So. Erstmal schlafen gehen. Hier hoch kommt ja kein Skelett. Ist echt ein bisschen... Ich muss mir das einfach lassen mit der Musik. Hm. Ah! Dumme Spinne. Wo komme ich jetzt auf die schnelle viel Nahrung her? Vielleicht von dieser Palm? Nee, ist unlogisch, gell? So. Was macht der denn da eigentlich? Dem ging es aber noch gut, oder wie? So. Hier ist erstmal nüscht. Hier ist irgendwas was Rohes, glaube ich. Genau. Bringt mich aber jetzt nicht viel weiter. Da haben wir noch verrottetes Fleisch. Auch das bringt mich nicht weiter. Dann ernten wir halt mal weiter. Ich weiß, ich könnte jetzt auch Huch, ist das jetzt Weizen oder? Ja. Ich weiß, ich könnte jetzt auch runterrennen in die Hühnerfalle und schauen, ob da noch irgendwas liegt. Und mir dann da 1000 Fleisch mitnehmen, aber ich finde das Fleisch in der Hühnerfalle nicht so dolle. Guck mal, da haben wir noch ein Schild. 600 Folgen. Die neue Welt. So. Da haben wir das auch gleich mal beschriftet. Stock haben wir noch dabei. So. Und komm, der Stock ist wichtiger. So, dann gehen wir los, ja? Hui, aber 6 Brote sollte erstmal kurz reichen.
Der denn hier? Ja, guck mal, das sieht doch auch voll geil aus, oder? Ich feier das gerade. Sieht gut aus. So. Gehen wir hier rein. Und dann... Oh mein Gott, Alter. Wäre der mir jetzt am Haus hochgegangen, ne? Ich wär nicht fröhlich gewesen. Absolut nicht. Wir müssen unsere Welt echt ein wenig Creeper-sicherer bauen. Kommt hier? Nee. Okay. So. Ich hoffe, das sieht auch so episch aus, wie ich mir das gerade vorstelle. Das hier bei der geht, muss ich da überlegen. Was machst du hier eigentlich? Komm her, los. Ah, kommt er wirklich. Ja, wo bist du? Hat er sich da einfach einen Stein rausgenommen? Ich glaub's nicht. So, ich tue erstmal hier. Huh! Hat's ganz gut gelackt. Das hier muss weg. So. Ich tue erstmal hier ganz kurz den Weg fertig basteln. So. Dann hier drüben noch. Bin jetzt überlegt, machen wir jetzt hier auch mit so Half Slabs oder soll ich das hier komplett so lassen? Theoretisch müsste ich es ja auch mit Half Slabs machen, gell? Da habe ich aber keine dabei. Ich habe keine Workbench gerade, um mir welche zu craften. Da werden wir noch ein wenig Kies brauchen. Also hier für die Wege wird es bestimmt reichen, aber wir müssen ja da drin noch alles aus. Da drin noch alles ausgleiten. Deswegen wird es bestimmt ein wenig eng. So. Das erledigt. Geht's weiter mit der Mauer. Chum, chum, chum. Wir können dann eventuell auch Verzierung reinhauen, aber ich denke, eine schlichte Mauer sieht auch ganz okay aus. Huch! So. Und die schließt dann einfach hier an. So, dann haben wir hier noch ein bisschen. Komm her. Davon. Und klack. Ja, dann haben wir jetzt hier eine Mauer. Warum nicht? Sieht doch ganz okay aus. Da könnte man jetzt. Ach komm, ich baue mir jetzt hier mal meine Workbench hin. Ja, einer wäre mir ganz lieb, also jetzt brauche ich 30. Dann machen wir uns mal ganz schnell hier. Ein paar Treppen, tun die auch noch hierher. Klack, klack, klack. Tschup, tschup. Ups, das wollte ich gar nicht, aber ist auch nicht schlimm. Sind das dieselben? Ach so, weil ich hier, weil ich doppelt gemacht habe. Alles klar.
Das ist jetzt natürlich voll vor die Hose gegangen. Moment, das wollte ich jetzt gar nicht so haben.